Diese Podcast-Folge ist für dich, wenn du Schwierigkeiten damit hast, belastende Erfahrungen, belastende Erlebnisse, die du in deinem eigenen Leben gemacht hast, aufzulösen. Ich werde nämlich vertiefend darauf einsteigen, was so die Hintergründe sind und dann wirklich dir ganz genau aufzeigen, wo du selber bei dir noch hinschauen kannst, damit du deinen eigenen Lebensweg frei von diesen ganzen Belastungen, die einfach auch nur die eigene Frequenz niedrig halten und verhindern, dass man wirklich in Freude und Leichtigkeit unterwegs ist. Ja, damit du das einfach wirklich machen kannst und schaffen kannst. Das ist eine Folge, die vertieft das, was ich in früheren Folgen schon geteilt habe. Das ist einfach so, dass ich ganz, ganz viel selber schon dazugelernt habe oder noch dazugelernt habe. Und das werde ich heute alles mit dir teilen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Reise in die bedingungslose Liebe, den Weg der zwei Herzen gehen. Und es geht ja wirklich um den Schoßraum, genauer um die Schoßraumreinigung und darum, sich mit der weiblichen Kraft rückzuverbinden, sie in sich selbst wieder in den Fluss zu bringen. Und noch um so vieles mehr. Ich persönlich tue mir ehrlich gesagt schwer, das alles so auf den Punkt zu bringen, weil es viel Inhalt ist, worum es geht. Und trotzdem ist es alles so wichtig, damit diese Kraft fließen kann, damit die Anbindung an die Urquelle des höchsten und reinsten Seins wirklich passieren kann und damit wirklich auch die volle Lebenskraft, die volle Seelenkraft entfacht werden kann. Das sind so die Ziele und ich bin eigentlich hier, oder nicht nur eigentlich, sondern ich bin hier, um ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen der männlichen Energie und der weiblichen Energie. Und das spielt da natürlich auch auf jeden Fall mit rein. Heute möchte ich als erstes mit dem News Report starten. Und zwar gibt es wieder zwei wundervolle Sachen zu teilen. Zum einen habe ich angefangen, mich mit dem Thema Geld in Bezug auf Frausein zu beschäftigen. Ich habe nämlich festgestellt, dass es einen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel mir die Frage stelle, hey, bin ich es mir wert, mein Ziel, also einen bestimmten Geldbetrag zu erreichen? Oder bin ich es mir als Frau wert, diesen Geldbetrag zu erreichen? Und da kamen zwei verschiedene Werte raus. Und das ist auch ein Riesenunterschied, ob ich das eine beklopfe mit EFT oder das andere, weil sich dann ganz andere Facetten davon zeigen. Und diesen Workshop, den ich dazu gestartet habe, den teile ich mit dir auf meinem YouTube-Kanal. Da kannst du nachschauen und da mitmachen und für dich selber diese Blockaden in dir klären. Ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll und eigentlich habe ich das gestartet, damit wir voneinander lernen können. Also ich würde mich freuen, wenn dann da Kommentare darunter stehen, was ihr selbst an Glaubenssätzen da so gefunden habt. Also ja, dann könnte ich nämlich auch für mich noch ein bisschen was daraus lernen. Die Welt ist ja immer der Spiegel von einem selbst. Egal, ob das stattfindet oder nicht, es ist auf jeden Fall so, dass ich diesen Workshop mit dir teile auf dem YouTube-Kanal und ich werde ihn dir auch unten in der Beschreibung vom Podcast und auch nochmal auf YouTube in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise die Playlist dafür. Die zweite Sache, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist, dass ich Sprecherin bin auf dem wundervollen Kongress, Lebendiger Zwillingenkongress 2.0, vom Verlust zur Freude. Und da geht es um das Thema verlorener Zwilling, alleingeborener Zwilling oder Mehrling. Und du kannst auf jeden Fall ganz, ganz viel daraus lernen, wenn du möchtest. Der ist kostenlos. Und vielleicht kennst du das, wenn du schon bei anderen Kongressen mit dabei warst. Du kannst dir ein Kongresspaket kaufen, musst es aber nicht. Und den Link zur Anmeldung werde ich dir auch wieder in der Videobeschreibung vom YouTube-Kanal und bei deinem Podcast in der Podcast-Beschreibung verlinken. Der Kongress selbst geht vom 12.12. bis zum 21.12. und mein Video oder mein Interview ist am 6. Tag damit dabei. Also ja, wird auf jeden Fall spannend. Und das war es jetzt mit dem News Report für heute. Und jetzt starte ich ins Thema. Und ich möchte noch dazu sagen, dass das, was ich heute mit dir teile, aus dem Schamanischen kommt, also wirklich einen schamanischen Kontext hat, weil ich mich mit diesem Feld eben, oder nicht mit dem Feld, sondern mit den schamanischen Themen eben auch schon ausführlich beschäftigt habe und auch gerade wieder angeleitet werde von der geistigen Welt, es mehr und mehr zu tun. Und ich werde heute auch ein Stück weit ablesen und dann immer wieder ergänzen. Also ich hoffe, du siehst es mir nach, wenn es einerseits strukturiert ist und andererseits dann aber auch wieder fließt. Was kann also dazu beitragen, dass man etwas nicht auflösen kann im eigenen Leben? Ich würde sagen, der allererste Punkt ist, man sucht am falschen Ort. Also einerseits ist es ja so, dass man etwas haben kann, weil ein energetischer Hintergrund da ist und
Eigentlich ist immer irgendwie ein energetischer Hintergrund da. Trotzdem ist es ja so, dass man Schwermetalle und Giftstoffe zum Beispiel in seinem Körper ansammeln kann. Und da ist es dann so, dass das eben ausgeleitet werden muss. Und natürlich kann man sich da dann auch noch die Frage stellen, hey, wieso ist es denn überhaupt so, dass ich diese Giftstoffe eingelagert habe? Da wird einerseits dann, wie schon angedeutet, ein energetischer Hintergrund dabei sein und andererseits dann aber eben auch ja, die Tatsache, dass wir in unserer Welt schon sehr, sehr viel Giftstoffe haben. Allein wenn man in der Stadt mal einatmet, hat man die ganzen Autoabgase plus Schwermetalle eben schon mal eingeatmet. Ne? Das ist jetzt der körperliche Aspekt von am falschen Ort suchen. Es gibt aber auch den energetischen Aspekt von am falschen Ort suchen. Also wenn du zum Beispiel eine Emotion hast, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Trauer, und du versuchst bei dir mit EFT oder einer anderen Methode diese Trauer aufzulösen, dann kann es sein, dass du da wirklich ja, ordentlich mit beschäftigt bist, weil diese Trauer vielleicht gar nicht von dir ist. Es kann sein, dass du die von deiner Mutter übernommen hast. Es kann sein, dass du sie von anderen übernommen hast. Und wenn du dann bei dir klopfst und oder halt versuchst, das da aufzulösen, dann wird das nicht funktionieren. Also es ist wirklich notwendig, zum Samen der Entstehung zu gehen, also zu der Person, wo du das wirklich übernommen hast, wo das herkommt, und das dann da aufzulösen. Ansonsten ist das wirklich, ja, ich würde mal sagen, vergebene Liebesmühe so, ne? Ein anderer Punkt, warum man jetzt zum Beispiel Energien übernimmt von anderen, ist natürlich das alleingeborene Mehrling sein. Da habe ich ja in einer Podcast-Folge, die ich aufgesprochen habe, also die kein Interview war, das mit dir geteilt, welche Strukturen da entstehen können. Und die werde ich dir einfach mal unten drunter auch verlinken und dann kannst du schauen, ob das dich anspricht oder nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass da einfach ein riesengroßes Fundament entsteht aus Glaubenssätzen, aus Emotionen, die einfach sehr, sehr belastend sind, die ganz viel eben mit eine Trauererfahrung und eine Trauerphasen zu tun haben, nach Elisabeth Kübler-Ross. Und natürlich spielen auch hier wieder Ahnenthemen mit rein, weil das ist das, was wir halt auch vererbt bekommen. Ne? Es ist ja so, dass dann wirklich ab der Zeugung diese Verbindung auch schon da ist zu diesen ganzen Ahnenthemen. Zum einen, weil es in der DNA eben gespeichert ist und dann halt auch, weil dieses energetische Feld dann über die Eltern hinein weitergegeben wird, plus diese Emotionen und Erfahrungen, die Eltern selber eben auch gemacht haben. Ja, dann gehe ich mal weiter zum nächsten Punkt, und zwar sind das Widerstände aller Art. Was meine ich damit? Also das Wort Widerstand sagt ja eigentlich schon, ich habe was dagegen, dass das losgelassen wird. Dann ist halt immer so die Frage, okay, was genau habe ich denn eigentlich dagegen, dass ich was loslasse? Und da müsste man mal auf die Seite schauen von dem heimlichen Gewinn. Es ist immer so, dass man bewusst oder unbewusst auf irgendeine Art und Weise davon profitiert, wenn an etwas festgehalten wird. Um jetzt mal so ein Beispiel zu haben, ist die Sicherheit. Ja? Kann es sein, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt Gewicht abnehmen würdest, dann die Befürchtung hast, dass du attraktiver wirst für Männer, dass du sichtbarer wirst für Männer und dass das vielleicht negative Konsequenzen für dich hat. Vielleicht, weil dein Papa dich als Kind angeschrien hat, ne? Oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Da gibt es wirklich ganz, 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 ganz viele Dinge, die damit reinspielen. Und ganz oft ist es aber auch so in Bezug auf die Themen, die man von der Ahnenlinie übernommen hat, dass es mit Loyalität zu tun hat. Ne? Also auch so diese Frage, okay, wenn ich das bei mir loslasse und mir es dann besser geht, kann ich das wirklich machen oder fühlen sich dann die anderen wirklich schlecht? Ist das nicht illoyal den anderen gegenüber, wenn ich das wirklich loslasse? Der nächste Punkt, der da sein kann, ist, dass etwas drüber programmiert wurde. Und da meine ich zum Beispiel so Sachen wie die Technik Rekreation der Geburt. Wo man dann die Geburt nochmal durcherlebt, körperlich, physisch, wo dann nochmal ja, ein neuer Weg energetisch sozusagen im Gehirn auch angelegt wird. Also einerseits energetisch und auch im Gehirn eben neue Verknüpfungen von den Nervenzellen dadurch auch angeregt werden.
Allerdings ist das ja nicht nur bei der Geburt so, dass man da mit solchen Techniken dran geht, sondern wirklich bei vielen oder eigentlich kann man da bei allen belastenden Erfahrungen, die man im Leben so gemacht hat, dran gehen. Der Nachteil davon ist einfach, dass auf der einen Seite neue Wege angelegt werden und das Gehirn sich dann in der Regel den positiven aussucht, aber darunter sind ja trotzdem noch diese alten Emotionen da, aus dieser belastenden Erfahrung. Aus meiner Erfahrung raus ist es nicht so, dass die sich dann einfach mal auflösen und sich dann alles, das ganze System plötzlich richtig wunderbar fühlt, sondern dass dann Anteile von einem immer noch in diesem Alten feststecken und dieses Alte dann einfach noch wirkt, ja, auf einen wirkt und auf das Leben wirkt und auch wieder neu dann einfach in das Leben hineingeboren wird, weil man hat es ja auch nicht in der Gebärmutter dann aufgelöst, ja, sondern man hat ja nur einen neuen Weg, nur einen Pfad angelegt. Und aus meiner Sicht ist es einfach sinnvoll, dann nochmal auf das Alte zu schauen und das Alte aufzulösen. Man hat ja dann schon das Positive Neue angelegt und das wirkt dann auch viel, viel besser, wenn man das Alte eben losgelassen hat. Ein weiterer Punkt kann sein, dass du mit der Sache negativ verbunden bist oder auch mit der Person. Das kann sein, jetzt mal als Beispiel, du möchtest dir eine wundervolle Freundschaft aufbauen, wo man sich gegenseitig respektiert und wo man sich wirklich auch gut fühlt dann damit. Und es klappt aber nicht. Du wiederholst immer wieder diese alten Muster, die du dann schon ja, aus alten Freundschaften erlebt hast und kannst einfach nicht aussteigen aus dem. Und es kann einfach sein, dass du da dann diese Muster wiederholst, die du im Bauch von deiner Mama schon praktiziert hast, beziehungsweise da erworben hast, nämlich, dass du über das Negative verbunden bist. Also wir sind Menschen, wir müssen und wollen in Verbindung sein. Das ist die Natur unserer Seele. Und dann, wenn das einfach nicht klappt, sich über die bedingungslose Liebe zu verbinden, dann sucht sich einfach das System ja andere Wege, wie man verbunden sein kann, wie zum Beispiel dann über Wut oder über Rache oder über Trauer oder halt über all die anderen Facetten an sogenannten negativen Gefühlen, die es einfach so auf der Erde hier gibt. Und natürlich, wenn diese Muster schon angelegt sind im Bauch von der eigenen Mama, wenn das schon so tief im Nervensystem eingegraben ist und sich über Jahre und Jahre immer wieder wiederholt hat, natürlich geht es dann nicht, dass man einfach mal so da aussteigen kann, sondern dann ist es einfach notwendig, diese negativen Verbindungen, auch dieses Muster, sich negativ zu verbinden, aufzulösen. Das hat auch wieder ganz viel mit den Themen zu tun, wie zum Beispiel alleingeborener Mehrling oder alleingeborener Zwilling sein und den Verstrickungen mit der Ahnenlinie, die ja schon am Bauch passieren. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass sich das halt auch aufaddiert. Und ich hatte das ja in anderen Podcast-Folgen schon mal erklärt. Wenn ein Wasserfall neu entsteht, dann ist es so, dass erstmal nur ein paar Tropfen sich den Weg bahnen von dem Wasser. Und dann über die Jahre mehr und mehr kommt dann da Wasser runter, bis dann so ein richtig dicker, fetter Wasserfall ist. Der lässt sich auch nicht mal kurz aufhalten, indem man oben dann mal einen Baumstamm drüber legt, damit das Wasser nicht mehr so fließt, sondern da ist schon deutlich mehr zu tun, damit sich da wirklich auch was verändern kann. Zusätzlich zu diesen negativen Verbindungen kann es natürlich auch sein, dass da Emotionen oder Energien drüber hocken von Schock, Erstarrung und eingefroren sein. Solche negativen Verbindungen entstehen ja nicht umsonst, sondern es ist ja in der Regel so, dass dann eine Erfahrung vorausging, die in der Regel sehr, sehr prägend war und eben auch sehr, sehr belastend dann war. Dann kommt es einfach dazu, dass auch dieser Schock und die Erstarrung und das Einfrieren sich aufaddiert über die Jahre. Nicht nur diese Emotionen, die drunter liegen, sondern es wird einfach immer und immer mehr. Wenn ich Schock und Erstarrung und Einfrieren nicht vorher auflöse, bevor ich bei mir oder bei anderen Frauen eine belastende Erfahrung angehe, sie aufzulösen, dann geht das in der Regel nicht. Dann hängt das und dann ist es so, dass entweder nur ein minimaler Teil aufgelöst wird von der belastenden Erfahrung oder dass das System von vornherein sowieso sagt, ne, lassen wir nicht durch, auf gar keinen Fall. Da spielt natürlich auch dann das Thema Sicherheit wieder eine große Rolle. Das möchte ich aber später nochmal vertiefend ansprechen. Ich habe nämlich heute eine ganze lange Liste an Dingen, die ich mit euch teilen möchte. Und da es in diesem Podcast ja auch um die weibliche Kraft geht,
komme ich jetzt zu der Frage, was hat die weibliche Kraft damit zu tun, wenn wir als Frauen einfach belastende Erfahrungen nicht loslassen können? Da möchte ich dir dazu sagen, dass zur weiblichen Kraft verschiedene Facetten gehören an Fähigkeiten, unter anderem eben auch das Loslassen, das Sterben lassen und das Empfangen können. Und vielleicht merkst du schon, das gehört alles zum Thema Veränderung im Leben mit dazu. Erstmal geht es darum, etwas sterben zu lassen. Ja, also wie das Blatt am Baum, langsam ist es so, dass der Baum seine Säfte daraus zurückzieht. Er zieht sich immer mehr und mehr in den Stamm zurück. Das Blatt wird nicht mehr versorgt mit Aufmerksamkeit beim Menschen sozusagen, aber halt mit Lebenskraft und den Nährstoffen, die es braucht vom Baum. Dann lässt der Baum los. Das Blatt stirbt und der Baum lässt los und das Blatt fällt runter auf die Erde. Und dann geht es natürlich im Frühjahr dann wieder darum, Neues zu empfangen, also wieder den Lebensimpuls zu empfangen, etwas Neues entstehen zu lassen. Und dann wachsen dem Baum ja neue Blätter. Und genauso ist es ja auch bei uns, wenn wir was Neues in unserem Leben erschaffen möchten und Altes loslassen möchten. Erstmal ist da eben diese Entscheidung, die im Einklang steht, mit dem eigenen Herzen im Idealfall etwas sein zu lassen. Dann wird dem Ganzen die Aufmerksamkeit entzogen und die Kraft, die wir da reingegeben haben, also zum Beispiel eben dann auch die negativen Emotionen, die wir da reingegeben haben, eben wieder aufgelöst und neutralisiert. Dann geht es darum, dass wir das Ganze loslassen und dann wieder das Neue empfangen von dem, was wir denn da ins Leben gebären möchten. Oder wir haben schon ganz klar diese Intention, okay, in diese Richtung möchte ich weitergehen. Ich muss nur erstmal diese alten Sachen eben loslassen. Wenn jetzt also die weibliche Kraft blockiert wurde, und das kann auf verschiedenste Art und Weisen passieren, da möchte ich gleich auch nochmal vertiefend darauf eingehen, ein bisschen später in der Podcast-Folge, dann ist es so, dass genau diese Fähigkeiten nicht funktionieren. Das Loslassen, das Absterben lassen und das Empfangen. Es ist so ein bisschen davon abhängig, wie die weibliche Kraft blockiert wurde, welche Aspekte davon, aber es hat einfach grundlegend damit zu tun. Und in der Regel ist es auch so, dass es schon in der Ahnenlinie angefangen hat. Und da existieren dann eben auch ganz viele Verträge, die noch nicht aufgelöst wurden, oder auch Gelübde, Schwüre, Eide, Pakte, Zustimmungen, Versprechen, die halt dazu führen, dass Dinge nicht aufgelöst werden können. Aber nicht nur die normalen, sondern halt auch Dinge wie zum Beispiel Schwarzmagie, ne? Das denken sich vielleicht manche, oh, die Alte hat sie nicht mehr alle. Ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es grundlegend notwendig ist, sowas aufzulösen, weil ich konnte mich erst weiter bewegen in meiner eigenen Weiterentwicklung, nachdem ich diese Themen auch angegangen bin. Und dazu gehört auch eben die Fremdmagie, also das, was von Außerirdischen an Magie auf die Erde oder auf dich persönlich als Seele oder halt auf deine Ahnenlinie gewirkt wurde. Und auch da sage ich wieder, ich habe die Erfahrung gemacht, erst nachdem ich das aufgelöst habe und auch den Rest, der noch da ist, immer weiter auflöse, habe ich mich wirklich weiterentwickeln können. Kam ich an diesen Punkt, Dinge loszulassen und loslassen zu können, ja, und auch überhaupt Dinge bei mir verändern zu können. Da zählen für mich auch Implantate mit dazu und da habe ich auf meinem YouTube-Kanal auch ein Video gemacht. Das werde ich dir unten auch nochmal verlinken und dann kannst du dich da intensiver damit beschäftigen. Also es ist absolut notwendig und das sage nicht nur ich, da arbeiten auch andere Heilerinnen damit, dass das aufgelöst wird. Und sowas kann halt auch multidimensional da sein, so ein Implantat zum Beispiel, oder auch eine Besetzung. Auch die kann multidimensional da sein. Es ist absolut wichtig und notwendig, das aufzulösen. Und ich habe mir für die heutige Podcast-Folge wieder die Plejada mit dazu geholt, damit sie mich dabei unterstützen, euch die weiteren Informationen zu geben, die auch wichtig sind zu wissen zum Thema, was blockiert denn eigentlich das Loslassen in der eigenen Ahnenlinie. Und da kann zum Beispiel auch dazu gehören, dass du oder einer in deiner Ahnenlinie ein Starseed ist und dass die einfach Belastungen mitgebracht haben aus anderen Galaxien oder aus anderen Leben, die sie halt auf anderen Planeten mitgebracht haben, die zum Beispiel das Kollektiv dort betreffen. Das bedeutet, man kann nicht
selbstständig das alleine auflösen, sondern man braucht dafür ein Kollektiv. Man braucht dafür andere, die einen dabei unterstützen. Nicht nur eine einzelne Heilerin, sondern dann halt zum Beispiel ja, eine ganze Gruppe von Plejadern. Es ist so, dass Montagabends um 21 Uhr die Plejader Heilungsarbeit machen für die Erde. Das ist nichts, was ich organisiert habe. Ich meine, das ist von der Pavlina Klemm. Und da ist es so, dass du wirklich um alles Mögliche bitten kannst, um Heilung und Reinigung, auch für einen kollektiven Themen, zum was immer da bei dir auch in der Ahnenlinie los ist. Du musst es noch nicht mehr wissen. Du kannst doch einfach dazu sagen, bitte alles klären und reinigen, was meinen eigenen persönlichen Heilungsweg noch behindert und blockiert. Und dann passiert das, wenn du dir einfach dann 20 Minuten Zeit nimmst ab 21 Uhr und ja, einfach mal entspannst dabei, dann wirst du ganz schnell merken, wenn du das regelmäßig machst, dass sich da eine Menge bei dir tun kann. Und da spreche ich auch wieder aus persönlicher Erfahrung. Wenn du möchtest, dass da deine Seele wirklich auch alles loslassen kann, dann sag einfach vorher, ich erlaube meiner Seele, alles Alte und Negative, das mich noch behindert und blockiert, loszulassen. Und dann klappt das auch von ganz alleine. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, wenn etwas auf dich als Mensch wirkt, dann hat es in der Regel auch mit dir zu tun. Also dann ist es nicht so, dass es nur in der Ahnenlinie väterlicherseits oder in der Ahnenlinie mütterlicherseits vorkommt oder bei dir in deiner Zeitlinie, sondern dann kann es eben durchaus sein, dass es in der Ahnenlinie vorkommt und bei dir. Und ich möchte noch dazu sagen, die Welt ist unser Spiegel. Alles, was bei dir vorkommt, kommt in der Ahnenlinie vor. Und wenn das dann auf der einen Seite vorkam, sagen wir jetzt mal als Beispiel väterlicherseits, dann kam es definitiv auch auf der anderen Seite vor. Sonst hätten sich diese Energien, also dein Vater und deine Mutter, eben nicht angezogen. Das muss dann in allen Linien wirklich gelöst und gelöscht werden. Und am besten ist es halt dann auch, zu den Samen der Entstehung anzugehen, also wirklich da anzufangen, wo das Thema angefangen hat, in der Ahnenlinie, in beiden Linien und bei dir, und dann halt die Auswirkungen und Nebenwirkungen davon auch auflösen zu lassen. Das ist zum Beispiel auch was, was du montags abends dann mit in die Heilung mit reingeben kannst, wo du eben darum bitten kannst. Jetzt, nächster Punkt ist, dass einfach die weibliche Kraft zum Beispiel durch die Hexenverfolgung blockiert wurde. Und da habe ich in früheren Podcast-Folgen das auch schon mal angesprochen. Es ist so, dass einerseits natürlich wir hier diese Welt erleben mit dem, was wir sehen, was es ist, Politiker, Kirche, alle anderen Leute. Aber es gibt halt auch das, was wir nicht sehen, die Anderswelt, ja. Und wenn du da eben selber Heilungsarbeit machst oder eine Heilerin und die bestimmte Glaubenssätze hat, wie das halt dieses Thema von das Außerirdische auf der Welt sind und auch schon immer waren, das nicht mit berücksichtigt, dann kann es sein, oder da gar nicht dran glaubt, so, ne? Weil das ja die Glaubenssätze sind. Dann kann es halt sein, dass diese Themen gar nicht angeschaut werden können, dass es gar nicht gesehen werden kann, weil es für sie das in ihrer Welt ja eigentlich überhaupt nicht gibt. Und dann werden halt auch so Themen nicht gesehen, wie zum Beispiel Ahnenleiterflüche. Das ist was, wo ich auch erst dachte, das ist völliger Blödsinn, sowas gibt es doch gar nicht. Und dann hatte ich halt Heilungsarbeit gemacht und dann wurde mir was gezeigt, was die alleroberste Schicht war, so, ne? Was halt blockiert hatte, dass da sich wirklich was auflösen konnte bei mir. Und Ahnenleiterflüche kannst du so ein bisschen mit Jakobsleiterflüchen vergleichen. Aber Jakobsleiterflüche, die sind halt schwarzmagisch und die Ahnenleiterflüche sind fremdmagisch. Du kannst ja mal nach Ahnenleiterflüchen googeln. Ich glaube, da findest du nichts. Du kannst aber auch mal nach Jakobsleiterflüchen googeln. Da kannst du dann schon doch wieder was dazu finden. Also es ist wirklich so, dass es notwendig ist, dieses Wissen zu haben. Und wir waren ja gerade bei der Hexenverfolgung. Auch da war das so, dass da nicht nur die Menschen mitgespielt haben, sondern dass halt dann außerirdische Wesen da mit reingespielt haben und ganz bewusst dann das blockiert wurde, ja, die weibliche Kraft. Das ist da ein Riesenthema und das muss man unbedingt wissen. Und auch wenn ich gerade das Gefühl habe, oh mein Gott, Sabrina, du machst dich hier völlig zum Affen. Ich weiß, dass es so ist, weil ich damit auch selber schon gearbeitet habe. Und es ist mir total wichtig und auch meine Mission, dir diese Dinge zu sagen, damit du da selber auf deinem eigenen Weg weiterkommst und diese Blockaden lösen kannst. Und jetzt mag es sein, dass du schon mal in diese Richtung gearbeitet hast
aber das Ganze nicht in deinem Schoßraum und deinem Schoßraumchakra aufgelöst hast. Und das bedeutet, dass das da immer noch drin ist in deiner Gebärmutter, also auch im energetischen Raum der Gebärmutter, unabhängig davon, ob du eine Gebärmutter als Organ noch hast. Und natürlich ist es auch bei Männern so, bei denen ist es das Hara, ja, die haben auch diesen energetischen Raum. Und dann ist es so, dass es immer wieder im eigenen Leben auftaucht. Es ist auch so, dass wir Menschen über dieses Chakra, das Schoßraumchakra, verbunden sind mit den Ahnen und Ahnen. Das heißt, wenn man etwas in der Ahnenlinie auflöst, aber nicht dann explizit das dann auch wirklich im Schoßraumchakra auflöst, dass es dann da einfach noch weiter existiert. Da kann man dann machen, was man will. Es ist notwendig, das da noch mit aufzulösen, besonders wenn es die weibliche Kraft betrifft, weil ja über die Geburt, weil ja über die Schwangerschaft diese Themen eben auch weitergegeben werden an die Generationen, die vor einem liegen, so, ne? Außer man löst sie halt wirklich auf. Was kann noch verhindern, dass wirklich was aufgelöst werden kann? Und das ist Strahlung. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, habe ich noch nie was davon gehört. Strahlung kann zum Beispiel auch, wenn man zum Heilpraktiker geht, den Bandwurm abtöten. Ja, wenn man die richtige Frequenz erwischt, dann ist dieser Bandwurm tot. Punkt. Das ist einfach so. Man kann Frequenzen immer zum Positiven oder zum Negativen nutzen. Und genauso kann es halt auch, wenn man die richtige Frequenz erwischt, verhindern, dass bestimmte energetische Felder, wenn man sie auflösen und heilen möchte, wirklich auch ja, transformiert werden können. Die Erfahrung habe ich persönlich nämlich auch schon gemacht. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was auch das Thema Sicherheit anspricht. Also du merkst es vielleicht, Sicherheit ist bei der Hexenverfolgung ein Riesenthema bei der weiblichen Kraft, weil eben auf verschiedenste Art und Weisen weise Frauen verfolgt wurden und hingerichtet wurden durch Ertränken, durch Erhängen, durch Folter, durch Kopf abschlagen. Also da gibt es so viele Dinge und auch so viel Verrat, was da passiert ist untereinander, unterhalb den Frauen. Und deswegen ist es vielleicht auch für manche so schwierig, auf andere Frauen zuzugehen oder in so einem Frauenkreis zu sein, eben weil das absolut diese alten Themen antriggert, die angeschaut werden wollen, die immer noch in der Seelenhöhle mit da sind. Und das ist der nächste Punkt, die Seelenhöhle. Das wusste ich auch ganz lange nicht. Es ist so, dass sich halt die Seelenhöhle gebildet hat. Das hatte ich in der früheren Podcast-Folge schon mal erklärt. Und wenn man nicht weiß, dass man auch in der Seelenhöhle diese Themen auflösen muss, und zwar selbstständig, weil niemand anderes hat Zugang zu deiner eigenen Seelenhöhle, dann wird das nichts damit, diese Themen voll und ganz loszulassen und auflösen zu können. Also auch diese Schwarzmagie und Fremdmagie und auch eben diese ganzen Gelübde, Schwüre, Eide, Pakte und so weiter. Ja, es ist notwendig, das selber zu widerrufen und selber aufzulösen. Und wenn du eine weise Frau warst, zu der Zeit, in der die Hexenverfolgung stattgefunden hat, dann kann es durchaus sein, dass du auch auf diesen dunkleren Weg gegangen bist, weil du dir selber nicht mehr helfen wusstest. Ja, also vielleicht wusstest du einfach nicht mehr, was du noch tun kannst, um dieses alte, wertvolle Wissen, um deine Schwestern, dein Leben wirklich zu schützen. Und dann ist es notwendig, das selbstständig zu widerrufen und sich in diesem Bereich eben auch auszukennen, damit du weißt, was du widerrufst und was da alles mit dazugehört. Du kannst auch ganz viel darüber im Internet finden oder es gibt auch YouTube-Kanäle, die darüber erzählen. Oder halt auch dieser Podcast, wobei ich nicht so vertiefend in diese Themen hier reingehen werde von Schwarzmagie und Fremdmagie, weil das mir immer noch Angst macht, da bin ich ganz ehrlich. Ich teile das hier mit dir einfach so ausführlich, damit du alles in der Hand hast, um zu schauen, welche Heilerin für dich passt, die richtige Heilerin auch auszusuchen, die dich da unterstützen kann und damit du eben frei wirst, deinen Weg wirklich zu gehen. Beim nächsten Punkt sind wir jetzt nochmal bei der weiblichen Urkraft und zwar bei der gezielten Blockierung der weiblichen Urkraft von der Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Das kann sein, dass das praktiziert wurde bei einer deiner Ahnen und Ahnen und dann wurde das weitervererbt in deiner Ahnenlinie und du hast heute Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen, wie zum Beispiel Totgeburten oder kannst gar nicht erst überhaupt Kinder empfangen, also mit der Zeugung funktioniert das nicht, oder du ziehst dir einen Mann an, der selber halt unfruchtbar ist. Und dann kann es halt auch nicht nur dazu kommen, dass du nicht nur eigene Kinder bekommen kannst, sondern dass Projekte, die du selber in die Welt bringen möchtest,
auch nicht funktionieren. Ich habe ja ganz oft schon darüber gesprochen, dass die Gebärmutter die Mission hat, dich zu unterstützen, all das in die Welt zu bringen, was du in die Welt bringen möchtest, solange es im Einklang ist mit der allerhöchsten Ebene. Und dann funktioniert das halt auch damit nicht. Ne? Also du kannst deine Kreativität nicht freileben, das Ganze kommt nicht in den Fluss, es stockt. Und natürlich ist es dann auch schwierig, diese Sachen überhaupt aufzulösen und loszulassen. Und es ist wichtig zu wissen, dass diese Themen dann auch oft in der DNA mitsitzen, wie eben das Allermeiste. Aber das ist halt auch eine besondere Blockade von der DNA. Und der nächste Punkt, der auch wichtig ist zu wissen, ist, dass einfach von den guten Außerirdischen, die auf der Welt waren, also ursprünglich war es ja so, dass die Erde eben bevölkert wurde von Wesen, die nicht von der Erde kamen, sondern woanders her, dass da eben Lichtlinien angelegt wurden. Das heißt, dass eben besonders kraftvolle Familien, die sehr dem Licht zugewandt waren, der Liebe und der Verbundenheit, dass die eben dafür gesorgt haben, dass ihre Linie kraftvoll bleibt und auch kraftvoll ist und dass das dann halt auch weitervererbt wird, ja, diese ganzen Fähigkeiten und Talente, die damit eben in Verbindung stehen. Dadurch kam es natürlich auch dazu, dass gerade diese Lichtlinien besonders angegriffen wurden und dass zum Beispiel so Dinge entstanden sind, wie dass die Kinder entführt wurden oder dass das halt dann auch ja reingeschaut wurde, wann bestimmte Seelen in diese Lichtlinien wieder inkarnieren, um diese Seelen dann eben ganz gezielt wieder anzugreifen und eben ruhig zu stellen und ihr Licht und halt auch dafür zu sorgen, dass die mit jeder Inkarnation mehr weniger von ihrem Licht, weniger von ihren Fähigkeiten leben konnten. Dann kann es eben zu so Sachen kommen, wie dass eine Mutter ihr Kind in eine andere Linie abgegeben hat, zu anderen Menschen, die sie gar nicht kannte, und sozusagen das ausgetauscht hat oder dass ein Kuckuckskind entstanden ist. Das sind alles so Dinge, die können dann in der Ahnenlinie vorkommen. Und dann muss man halt auch wissen, wenn zum Beispiel so ein Kind aus so einer Lichtlinie entführt wurde und man arbeitet damit und hat aber nicht das Wissen über dieses außerirdische Magie und dass diese Außerirdischen mit auf der Erde waren, dass dann ja vielleicht gesehen wird, okay, das Kind ist weg. Wir finden nicht raus, wo es eigentlich hin ist. Aber trotzdem muss man halt diesen Aspekt mit reinnehmen, den ich gerade beschrieben habe oder angesprochen habe, nämlich dass dann Außerirdische dieses Kind mitgenommen hatten, das zum Beispiel auch dann so erzogen hatten, dass es dann der dunklen Seite dient, also versucht hatten, es umzupolen, so, ne? Und das ist einfach etwas, was dann auch weitergegeben wird in der Ahnenlinie, ja? Also das wird auch weiter vererbt. Und das muss man wissen. Und jetzt war das alles eine riesengroße Liste, die ich dir damit auf den Weg gegeben habe. Das Thema Sicherheit spielt natürlich dann immer mit rein. Das Thema Sicherheit spielt mit rein bei den Themen ja, Entführung, ne? Entführung durch Außerirdische, beim Thema Hexenverfolgung und genau genommen bei jeder Art von Trauma, die jemand halt erlebt hat. Ja? Also ich habe ja ganz viel von diesen Interviews geteilt, die ich mit Satya Marchand aufgenommen habe im Podcast und auf dem YouTube-Kanal im anderen Rhythmus. Da hast du vielleicht miterlebt und erkannt, wenn du es nicht schon wusstest, dass Trauma einfach grundlegend ist, die Basis dafür wirklich auch verhindert, dass man sich selbst frei ausleben kann und dass es viel mit dem Nervensystem zu tun hat. Und da ist eben die Sicherheit ein riesengroßer Stellenwert, der damit reinspielt. Und wenn man jetzt schon so eine Ahnenlinie hat, die halt viel mit dem Thema Sicherheit zu tun hatte, in all seinen Facetten, die da halt existieren, ja, dann kann es sein, dass eben genau das auch verhindert, dass man das loslässt. Dann wird das Thema Sicherheit des eigenen Lebens, Sicherheit des eigenen Überlebens zu einem Widerstand. Und was ein Widerstand ist, habe ich ja vorhin schon erklärt. Und das kann dann eben auch verhindern, dass was aufgelöst wird. So, jetzt ist das wirklich vollständig, was ich heute alles mit dir teilen wollte. Ich wünsche mir, dass es dir wirklich weiterhilft, dass es dir auf deinem Lebensweg dient, dass es dich unterstützt, tiefer zu gehen und zu schauen, was bei dir davon zutrifft. Und wenn du da Bücher haben möchtest, dann kann ich dir die Bücher von Eva Marquez empfehlen. Die hat gerade zu solchen Themen viel geschrieben. Und dann, ja, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und dass du zu den Seelen gehörst, die aufgeschlossen sind und Lust haben, wirklich was zu verändern und Neues zu lernen. Und dann sage ich tschö, bis bald.